Ich denke, es ist schwierig, wenn man seine Frau innerhalb von diesen Therapien so schwach leidend gesehen hat. Es ist wirklich schwierig, manchmal zu switchen von der Frau als Patientin zur Frau als erotische Gefährtin und Partnerin. Das macht vielen gesunden Partner Mühe und es braucht auch Zeit, dass man wieder, und das hat sicher auch damit zu tun, wie ihre Partnerin, wie ihre erkrankte Partnerin damit umgeht, diese wieder als erotisches Wesen zu sehen. Dass man diese wieder so sehen kann, das geht nicht ohne Mitbeteiligung der erkrankten Partnerin. Je besser diese nämlich wieder in ihrem Körper zu Hause ist und wieder sexuelle Gefühle, ein sexuelles Begehren entwickeln kann, desto mehr können Sie als Partner sie wieder erotisieren. Das ist ein Prozess, wo beide beteiligt sind. Für Sie selber kann ich raten, dass Sie den Fokus nicht auf den erkrankten Körper rücken, sondern eben genau dorthin schauen, wo eben noch das Alte da ist, wo Sie auch sehen, eine Patientin hat mir mal gesagt, mein Partner liebt meine Füße und die sind ja noch da, wenn die Brust vielleicht versehrt ist. Also dass man den Fokus nicht auf die Krankheit, sondern auf all das legt, das noch funktioniert. Und es funktioniert noch so viel. Und ich denke, es ist ja nicht nur der Körper, sondern es ist ja, wie ihre Partnerin spricht, wie sie aus diesem Körper herausschaut, wie sie lacht. Das sind alles Faktoren, die wieder eine Erotik auferstehen lassen. Die körperlichen Veränderungen der Brustkrebserkrankung betreffen beide. Die Erkrankte, aber auch den Partner. Und ich finde es mutig und schön, wenn Sie sich eingestehen als Partner, dass Sie mit gewissen körperlichen Veränderungen wirklich Mühe haben und auch Mühe haben, diese zu erotisieren oder ihr Begehren noch aufrechtzuerhalten. Eigentlich erlebt ja jedes Paar körperliche Veränderungen, die nicht nur zum Guten sind innerhalb der Beziehung. Eine Krankheit wie Brustkrebs, die beschleunigt jedoch diesen Prozess. Es ist nicht so, dass man gemeinsam altert, gemeinsam vielleicht ein Böchlein ansetzt, nicht mehr so straff ist, sondern plötzlich ist der eine anders und hat sich vielleicht im negativen Sinn, zumindest für eine gewisse Zeit verändert, während der andere Partner noch der gleiche ist wie zuvor, zumindest äußerlich gesehen. Das ist ein Prozess, das ist eine Paarkrise, die man gemeinsam im besten Fall meistern kann. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Sie als Partner den Fokus vom Erkrankten auf das noch Gesunde richten, dass Sie schauen, was ist von der Frau da, die ich vorher so erotisch erlebt habe, mit der ich gern Sex hatte, die mich wirklich anmacht. Und da ist ganz vieles da. Und wichtig ist wirklich, dass man dies nicht aus dem Fokus verliert. Und Ihre Frau oder Ihre Partnerin wird dazu einiges beisteuern können, nämlich je besser sie sich in ihrem Körper fühlt, je besser sie wieder aus diesem Körper herausschaut, herauslacht, desto eher werden Sie sie auch wieder erotisieren können. Ich denke, Ihre Partnerin wird es primär mal freuen, wenn sie spürt oder hört oder sieht, dass Sie sich nach wie vor körperlich zu ihr hingezogen fühlen, dass Sie sie noch weiterhin als sexuell attraktives Wesen sehen. Und ich glaube, das können Sie ihr sehr wohl und gut zeigen, ohne ihr Druck zu machen. Insbesondere durch kleine Gesten, durch Worte, durch zärtliche Berührungen, die eben nicht ganz klar direkt auf Sex im engeren Sinne oder auf Geschlechtsverkehr hinziehen. Ich denke, ganz feine Berührungen, die ein offenes Ende haben, wo die ihre Partnerin auch merkt, da ist kein Druck. Das kann hier belassen werden, es kann aber auch zu weiterem führen, wenn man sich näher kommt. Das ist vor allem wichtig für Ihre Partnerin. Aber insbesondere wird es Sie wirklich freuen, dass sie noch als sexuell attraktives Wesen angeschaut wird.